Hallo und willkommen zum Unboxing meiner Bestellung bei Toshpyro. When I see you again. Und wir haben hier zwei schöne fette Pakete, aber wir fangen erst mit dem unteren an. Ja. Ich habe das Ganze heute abgeholt bei Toshi in der Abholstation in Kirchheim. Jetzt machen wir hier das erste Paketchen auf. Guck mal, ob alles drin ist. Die Jungs sprachen nur darüber, wie man Platte macht. Aber nur ja. Oh, da sehe ich schon was Schönes. Ja. Uiuiui. Erstmal hier Verpackungsmaterial. Alter Falter. Dann haben wir hier einmal die Future Rockets. Richtig geile Bobbenrohre. Sind richtig fett. Richtig nice. Oh, leck. Alter. Meine ersten Bobbenrohre. Blue Star. Und hier Silver Star. Lol, sind die fett. Geil, no. Dann haben wir hier römische Lichter. Von Xplode habe ich auch mal mitgenommen, sind 10 Stück, richtig geil mit 20 Schuss. Dann haben wir hier Baby Peer, sind Baby Raketen, ja, kann man auch mal mitnehmen, so ein bisschen nicht einschießen. Alter, nein, oh mein Gott. Dann haben wir hier eine richtig fette Batterie, und zwar die Jorges Super Show 6. 10 Schuss, heftiges Gerät, heftige Zerleger, Hammerteil. Neck! Das ist schwer. So, Alter, nice. Dann haben wir hier eine Packung Rote Corsair von Fire Event. Auch Top-Teile, kann man auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Dann haben wir hier Anzündblitze von Nico. Okay, nicht 4, sind 2 Meter, okay, passt. Kann man auch mal mitnehmen. Dann habe ich hier noch die Defender 1, Defender 2, Defender 3 Bobbenrohr von Panda bestellt, also die Defender-Reihe, auch Top-Teile, kann man auch mal mitnehmen. Alter, nice, nice, nice. Dann haben wir hier einmal Blue Star nochmal und Golden Star Diamond Bobbenrohr. Alter, sind die Teile fett, Mann, richtig geil. So, ihr merkt schon, ich freue mich übelst. Hier haben wir zweimal Böser Chef. Oh, der Standfuß schon ein bisschen locker. Auch Top-Teil, kostet nicht 4 und ich muss sagen, ist auch richtig fette Teile. Kann man auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Alter! Jetzt haben wir einmal die Geisha Red Club. Die gab es ja im Angebot bei Toshi und deshalb habe ich die mal mitgenommen. Echt geiles Teil, 25 Schuss mit so Blinker und auf jeden Fall fettes Gerät. Dann haben wir hier die Ding. Boah, Geisha. Ambush, ich dachte, die wäre ehrlich gesagt größer. Ist eine schöne Batterie mit einem sehr komischen Effekt. Erst ein Heuler, dann ein Zerleger, ein kleiner. So sieht sie aus. Oh, sehr edel. Sehr, sehr edel. Auch geiles Gerät hier. Nice. Oh, so viele Batterien hier. Dann habe ich hier noch die böse Schwester von Leslie, 25 Schuss. Habe ich mitgenommen. Das ist so ein Mischmasch aus der Renault. Artus jetzt dieses Jahr und aus der Alligator, auch Top-Teil. Da habe ich das auch mal mitgenommen. Und dann haben wir hier die Swava. Das ist auch eine Fächerbatterie von Pyrat, ist sehr kleine. Da habe ich auch mal mitgenommen, echt Top-Teil. Gefällt mir. Schöne kleine Batterie. Und als letztes die Makrokosmos 3, 10 Schuss. Weiß ich gerade gar nicht, von Jorge. Auf jeden Fall hat die solche. So ähnlich wie die Leslie Gold, glaube ich, mit ein bisschen größeren Zerlegern. Kann mich gar nicht mehr erinnern, ist schon eine Weile her, dass ich da bestellt habe. So, erster Karton ist leer. Und dann kommen wir hier direkt mit dem langen Karton. Ja. Und den machen wir jetzt direkt auf, wenn ich mal mein Messer finden würde. So, jetzt habe ich ein anderes Messer geholt. Und jetzt machen wir dieses fette Paketchen hier mal auf. Ist echt richtig schön lang. Ja. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Irgendwelche Zettel hier noch. Verpackungsmaterial. Haben wir hinten noch auf. Alter, nein. Heftig, heftig, heftig. So. Dann haben wir hier
einen habe ich mir mal gegönnt. Und zwar lecks in die Raketen fett. Und zwar, man sieht es hier gar nicht richtig, da ist es Ultimate Rockets von Komet. Alter, gönnt euch diese fette Raketen. Ich hoffe, dass das Sortiment richtig abgeht. Keine Ahnung, hatte ich noch nie. Werdet ihr auf jeden Fall einen Test sehen. Oh, dann habe ich hier die Starpoint von Xplode. Es sind auch sehr schöne kleine Raketen mit Zerleger. Kann man auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Oh mein Gott. Lauter Bobrohre. Wir haben jetzt hier einmal auch Red Star mit dabei. Dann Blue Star. Zweimal Golden Star. Heftig diese Teile. Haben wir auf jeden Fall noch ein paar gekauft. Kann man auf jeden Fall noch aufheben, weil die gibt es ja 2017 leider nicht mehr. Hier nochmal Red Star und dann nochmal Blue Star. Dann haben wir hier die Nachfolger, denke ich mal, von den Diamond Bobrohre. Und zwar die Panda Bobrohre Festival. Drei Stück sind da drin und die sind nicht so groß, aber haben auch einen heftigen Zerleger. Auch sehr geile Teile. Ja. Dann haben wir hier. Oh, wir haben ja die kleinen Teile drin. Und zwar haben wir hier zweimal Moonshiners von Leslie. Und dann noch 5 Packs Moskitos. Das sind richtig geile Teile. Kann ich auch nur empfehlen, macht auf jeden Fall Spaß. Sehr geil. Respekt an Tosh-Pyro, haben sie echt top verpackt hier. Und dann haben wir hier noch eine schöne dreieckige Batterie. Und zwar die House von Xplode. Ja, House von Xplode, genau. Keine Ahnung, kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Werdet ihr dann auch ein Test-Video sehen auf meinem Kanal. Also, schön abonnieren, meine Freunde. Und dann hier noch eine schöne kleine Batterie. Und zwar die X-Ray von Jorge mit Kometenaufstieg. Glaub sogar mit Salutschläger und Ding-Zerleger. Keine Ahnung. Jetzt sehen wir uns gleich bei einer kleinen Gesamtübersicht. Und würde ich sagen, bis gleich. So Leute, jetzt war ich hier die Gesamtübersicht. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Bestellung geworden. Hinten haben wir das fette Sortiment Ultimate Rockets von Komet. 13 fette Raketen. Ich hoffe, dass es alles Zerleger sind. Müssen wir mal gucken. Dann hier hinten das kleine Sortiment Starpoint. Auch sehr geiles Teil. Oder sehr schöne Raketen, sagen wir es lieber so. Dann hier hinten dreimal Golden Star. Dann zweimal Leslie Böse Chef. Auch geile Teile, kosten auch nicht viel. Dann davor das Bobbenrohr Festival von Panda. Und die Defender Bobbenrohre von Panda, auch von Panda. Dann hier hinten eine schöne Batterie, die dreieckige. Und zwar die House. Daneben einfach eine fette Batze. Gönnt euch dieses fette Gerät. Jorge Super Show 6, Hammerteil. Dann hier zweimal die Silver Star Bobrohre. Dann die Geisha Ambush, auch sehr schönes Teil. Da drüben noch die Swava von Pyrat. Dann hier die rote Kassar. Zwei Moonshiners, fünfmal Moskitos. Hier die Makrokosmos 3, 10 Schuss, auch schönes Gerät. Dann hier von Xplode. 10 römische Lichter mit jeweils 20 Schuss, also insgesamt 200 Schuss. Auch sehr geil. Dann haben wir hier die Baby Pier. Schöne kleine Raketen mit Pfiff. Glaub nicht mit Knall, nur Pfiff. Dann hier 2 Meter Anzündblitze von Nico. Kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Traurig zu verleiten. Dann hier zweimal Red Star Diamond Bobbenrohre. Dahinter die böse Schwester von Leslie. Darunter auch ein fettes Teil und zwar die Geisha Red Club. Dann hier haben wir auch verkehrt rum die X-Ray, eine schöne kleine Batterie von Jorge. Und hier die Future Rockets, auch heftige Teile, wird auch auf jeden Fall ein Test folgen. Und dahinter nochmal Tremor Blue Star. Ist auf jeden Fall eine sehr kleine, überschaubare Bestellung. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Naja, klein, okay, ist klein jetzt nicht. Es sind schon sehr geile Artikel dabei. Dann hoffe ich, euch hat das Unboxing hier gefallen. Ihr könnt gerne um 17 Uhr nochmal vorbeischauen, dann kommt noch ein fetteres Unboxing, weil ich habe ja noch bei Beisel bestellt, mit noch fetteren Batterien. Bis dann, bis 17 Uhr, haut rein und ciao.